Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Online-Gespräch Aufgeben hat keine Zukunft. Ich bin Barbara Unmüßig und Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Aufgeben hat keine Zukunft. So heißt ein ganz besonderes Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung, eine sogenannte Scroll-Story auf unserer Website. Dort finden Sie animierte und sehr berührende Porträts von drei mutigen Menschen, die aktiv sind und waren in den Demokratiebewegungen Ägyptens, Tunesiens und Syriens. Ich freue mich sehr, dass Mona Saif, Ola Al-Yundi und Rami Khoili heute mit uns über ihre Erfahrungen in der Arabischen Revolution und auch und vor allem über ihre heutige Situation 10 Jahre nach der Arabellion mit uns ins Gespräch gehen. Wir wollen Sie heute stellvertretend für all die mutigen Menschen und demokratischen Heldinnen würdigen, die oft unter lebensgefährlichem Einsatz für Demokratie und Freiheit gestritten haben und weiter streiten. Der Autor der Scroll Story, Mohamed Amjahid, wird Sie gleich durch die digitale Story führen und Ihnen erklären, wie es zu diesen Geschichten kam und wie wir sie gewinnen konnten, für Sie auf unserer Website zu präsentieren. Vor 10 Jahren wurden wir Zeuginnen und Zeugen eines historischen Moments. Von Marokko bis Bahrain erhoben sich in der Region Abertausende und traten lautstark mit einem Mut, vor dem ich mich nur verneigen kann, für ihre Rechte ein und für ihre Freiheit. Dieser Aufbruch in der arabischen Welt machte Mut und uns auch alle hier in Europa, in Deutschland, ein wenig euphorisch. Es war so viel Hoffnung da auf neue Gesellschaftsverträge in der arabischen Welt. Hoffnung auf mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit und vor allem auch Hoffnung auf weniger Willkür und Korruption. Heute, 10 Jahre später, sollten wir nicht nur ein düsteres Fazit ziehen, auch wenn sich Syrien, Libyen und der Jemen in grausamen und scheinbar aussichtslosen Kriegen befinden. In Ägypten herrscht der Militärapparat unter Assisi rücksichtsloser als unter Mubarak. 60.000 politische Gefangene sitzen unter elenden Bedingungen in den Gefängnissen des Regimes. In Marokko und Jordanien haben die Königshäuser ihre autoritäre Vorherrschaft in den letzten 10 Jahren ausbauen können. Gleichwohl, in Tunesien haben sich die politischen Verhältnisse etwas grundlegender verändert. Im Irak, im Libanon, im Sudan haben sich 2019 wieder neue Protestbewegungen auf den Weg gemacht. Im Sudan gibt es Hoffnung auf mehr Demokratie und Freiheit. Alles muss noch ausgehandelt werden und nirgendwo können wir definitiv von demokratischen Durchbrüchen sprechen. Aber dennoch machen diese Protestbewegungen Mut und Hoffnung, dass die Menschen weiter trotz aller Repressionen für ihre Freiheit, für ihre Würde kämpfen. Der Diskurs über die Region ist heute leider wieder geprägt davon, dass sie als Herd der Instabilität, des Terrorismus wahrgenommen wird. Als Gefahr vor allem für Wohlstand und Sicherheit für die europäische unmittelbare Nachbarschaft, zu der wir auch hier in Deutschland gehören. Abschottung ist meistens das Ziel, vor auch Migrationsbewegungen, die sich aus dieser Instabilität ergeben. Europa, das ist meine Botschaft auch für heute und meine tiefste Überzeugung, muss sich endlich vom Trugbild der angeblich stabilen Autokratien in der MENA-Region verabschieden. Stabil sind dort nur Unterdrückung, Gewalt, die Verarmung und die Perspektivlosigkeit der so jungen Bevölkerung. Die Ursachen, die die Menschen 2011 dazu brachten, ihr Leben zu riskieren, sind ja nirgendwo verschwunden. Menschen riskieren ihr Leben, weil sie eine Zukunft, ein Leben in Würde und Freiheit wollen. Deutschland, die EU müssen dringend ihre Politik gegenüber den Autokraten und deren menschenverachtenden Politiken ändern und nicht mit Militärhilfen und ökonomischen Milliardenprogrammen diese Regime noch weiter stärken. Auch Europa erleidet da aus meiner Sicht mehr und mehr Glaubwürdigkeit
verliert sie, weil sie eben nicht für die Menschen eintritt und für die Menschenrechte, die doch so angeblich zum Wertekanon der Europäischen Union gehören. Unser Projekt Aufgeben hat keine Zukunft erzählt die Geschichten von Mona Saif aus Ägypten, deren Familie schon ihr ganzes Leben lang von politischer Haft geprägt ist. Von Ola Al-Jundi, die aus Syrien floh und statt zu ihrer Familie nach Schweden zu ziehen, ihre Berufung im Unterrichten syrischer Kinder in einem Lager für Geflüchtete im Libanon gefunden hat. Und sie erzählt die Geschichte von Rami Kaouli aus Tunesien, der dort seit 2011 an einer demokratischen Gesellschaft mitwirkt und dessen Geschichte zeigt, dass Demokratie immer ein anstrengender, schwieriger und steiniger Aushandlungsprozess sein kann. Mohamed Amajid hat die Geschichten von Mona, Ola und Rami niedergeschrieben und die drei eindrücklichen, mutmachenden, mich sehr anrührenden Porträts hat die Illustratorin Yala Brisli mit einer wunderschönen Ästhetik und beeindruckenden politischen Treffsicherheit bebildert. Ich möchte mich bei Mohamed und Yala ganz, ganz herzlich bedanken, bei all denen dreien, Mona, Ola und Rami, die mit so viel Mut ihre Geschichten erzählen, weil mir bewusst ist, indem sie sie erzählen, sie sich auch, zumindest auch gerade in Ägypten, erneut massiv gefährden. Ich bin voller tiefer Bewunderung und voller Dankbarkeit dafür, dass sie bei uns in diesem Projekt bereit waren, mitzuarbeiten. Ich danke auch meinen Kolleginnen in der Heinrich-Böll-Stiftung, die mit dieser digitalen, wunderbaren Scroll-Story Pionierarbeit geleistet hat. Ich möchte ganz, ganz herzlich Lukas Fischer danken, Lisa Kreuzer und vor allem dem MENA-Team und dort insbesondere Anja Hoffmann und Sandra Nenninger, die dieses so wichtige, anrührende und schöne Projekt auf den Weg gebracht haben. Und noch einmal mein großes Dankeschön und meine ehrliche Bewunderung gilt Mona, Oli, Ola und Rami. Ich freue mich sehr, euch heute Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr an diesem Abend bei uns seid und wir mit euch die Heldinnen der Demokratiebewegungen in der MENA-Region und weltweit würdigen können. Wir stehen hinter euch, wir unterstützen euch, weil, so das Motto der Scroll-Story und unserer Abenddiskussion heute, aufgeben hat keine Zukunft. Wir alle wünschen euch, dass euer Kampf in einem Leben in Würde, im Vollzug von Menschenrechten und Demokratie Einzug finden kann. Ich möchte und wünsche euch, dass ihr Freiheit in vollen Zügen erleben könnt. Und vielen Dank für euren Mut und euren unermüdlichen Einsatz für Demokratie, Menschenrechte, Freiheit. Danke und ich gebe weiter an Mohamed. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Barbara Unmüßig, für die Begrüßung und für diese Worte. Danke auch an die Böll-Stiftung natürlich für die Einladung, dass wir hier diskutieren können, bevor ich auf Arabisch umswitche, weil die Veranstaltung komplett auf Arabisch mit Übersetzung stattfindet, möchte ich unsere vor allem deutschen, deutschsprachigen und englischsprachigen Zuschauerinnen und Zuschauer bitten, wenn sie auf YouTube gerade sind und den Livestream dort sehen, sie finden dort in der Videobeschreibung den Zoom-Link, weil wenn sie das Event auf Deutsch und auf Englisch verfolgen wollen, dann können Sie das nur bei Zoom machen. Also folgen Sie einfach dem Link dort in der Videobeschreibung. YouTube wird diesmal arabisiert und da können Sie alles dann auf Arabisch verfolgen und natürlich auch auf Zoom können Sie das auch machen, dann auf allen drei Sprachen. Shukran Marra. Vielen Dank nochmal an Barbara Unmüßig. Danke nochmal der Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung. Ich bin Mohamed Amjahid. Ich bin freier Journalist in Deutschland. Ich habe marokkanische Wurzeln. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich versuchen muss, jetzt hier mein Arabisch anzupassen, damit alle mein Arabisch verstehen können. Im letzten Sommer habe ich Emir über
Anja Hoffmann kennengelernt, über Emil Anja Hoffmann kennengelernt, die Referentin im Bereich Nordafrika, Iran, über Heinrich Böllstift ist, und die mich dann gefragt hat, ob ich ein journalistisches Projekt machen möchte über 10 Jahre Revolution in der Gegend. Ich habe natürlich zugesagt, und dann haben wir uns überlegt, wie wir das gegenwärtige Bild konkret rüberbringen können in verschiedenen Ländern der Region. Und auch ein bisschen die verschiedenen Aktivistinnen für Menschenrechte, Würde und soziale Gerechtigkeit entsprechend würdigen könnten. Wir haben also diese kleine journalistische Porträt und diese Reportage und diese Akte sozusagen erarbeitet, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, wo also die Geschichten von drei Aktivistinnen und Aktivisten aus Tunesien, Ägypten und Syrien vorgestellt werden. Drei Porträts. Wir haben jetzt ein kleines technisches Problem. Das ist Philipp, der mir hier gerade mit den technischen Fragen hilft. Danke, Philipp. Hier können wir jetzt mal kurz reinschauen in dieses Dossier. Das ist in allen drei Sprachen verfügbar: Arabisch, Englisch und Deutsch. Ich habe gelernt, dass das hier Burger genannt wird. Das sieht so aus wie ein kleiner Hamburger. Also deswegen heißt das so. Also jetzt können wir uns mal hier das Dossier auch auf Arabisch anschauen. Und in diesem Dossier sind also drei Geschichten aufgezeichnet von Aktivistinnen und Aktivisten aus Tunesien, Rami Khoueli, dann Olla Al-Jundi aus Syrien und Mona Saif aus Ägypten. Und einerseits wollten wir diese Geschichten also einbetten und dann auf der anderen Seite aber auch Geschichten der ganzen so Gesellschaften erzählen, wo es ja auch zu einem grundlegenden Umschwung gekommen ist, vielleicht auch schon vor 2011. Sie können sich hier die ganzen Texte durchlesen, also diese Geschichten nachlesen über den Link revolutions.boell.de, also Boell. L.de, also das ist auf Deutsch, Arabisch und Englisch verfügbar. Also ich habe den Text geschrieben und illustriert wurde das von Diyala Brisli, einer syrischen Illustratorin, die jetzt in Frankreich lebt, die Sie heute auch heute Abend kennenlernen werden. Jetzt möchte ich hier mal zurückgehen. Können wir vielleicht die drei Gäste jetzt mal die Kameras anstellen? Denn ich habe hier, hallo, herzlich willkommen, drei Gäste und wirklich ganz außergewöhnliche Persönlichkeiten aus Ägypten, Tunesien und Syrien. Aufgrund der Problematik von Corona ist es jetzt leider so, dass wir das nur über die Kamera und übers Internet uns da verbinden könnten. Es freut mich aber nichtsdestotrotz sehr, dass ich den Menschenrechtsaktivisten aus Tunesien, Rami Khoueli, direkt aus Tunesien, aus der Hauptstadt Tunis, begrüßen darf. Hallo Rami. Ja, danke schön. Und die Lehrerinnen und die politischen Aktivisten aus der Gegend von Hama, und jetzt lebt sie in Libanon, Olla Al-Jundi, direkt zugeschaltet aus dem Libanon diesmal. Hallo Olla. Ja, herzlich willkommen. Es freut mich auch. Und die Genetikerin und Krebsforscherin, Menschenrechtsaktivistin aus Ägypten, Mona Saif, direkt zugeschaltet aus Kairo. Meine Frage wäre zuerst mal an dich, Mona. Leider ist dein Bruder Ala Abdel Fattah Programmierer und Menschenrechtsaktivistin, und Sana Abdel Saif, die ist auch Filmproduzentin, sind leider im Moment inhaftiert aufgrund bestimmter Vorwürfe. Vielleicht könntest du uns mal etwas sagen darüber, wie es ihnen jetzt geht. Ala ist schon seit September 2019 inhaftiert. Während der Zeit der Herrschaft von Assisi ist Ala 2013 schon im Gefängnis, ist dann eigentlich nur mal 6 Monate zwischendurch rausgekommen aus dem Gefängnis und war aber da unter strengster Überwachung. Also die Zustände sind sehr schlecht, extrem schlecht im Gefängnis. Also er ist ja wird täglich werden da seine Rechte verletzt, und alle grundlegenden Rechte werden ihm da vorenthalten. Also er darf zum Beispiel nicht in den Pausenhof rausgehen, er darf keine Bücher lesen, er darf auch kriegt ganz wenig Wasser. Also die Umstände sind sehr dramatisch. Und
Wir haben da schon öfter gegen Einspruch erlegt und auch das angeklagt, aber es hat sich da nichts bewegt, weil es nämlich jetzt dann in 2017 auch wirklich grünes Licht gegeben wurde für die Polizeikräfte und die Sicherheitskräfte, um wirkliche Verletzungen zu begehen. Meine Schwester ist auch schon länger im Gefängnis. Also wir konnten jetzt aufgrund Corona nicht so oft ins Gefängnis natürlich. Und haben dann versucht, tatsächlich zu gucken, wie wir sonst uns informieren können, wie es eben geht. Und diese friedliche Bewegung war dann, wurde dann aufgrund der friedlichen Bewegung inhaftiert und wurde auch wie die anderen der Terrorismus angeklagt und wird jetzt da verhandelt. Also sie wurde angeklagt wie der Teilnehmer an einer Demonstration, an der sie an dem Tag überhaupt nicht war. Es ist eine völlig fabrizierte Anklage, um das mal so zu sagen. Vielen Dank, Mona. Ich denke, wir werden da noch mehr zu hören, wie es Ihnen geht heute. Also Ala und Sanna, vielleicht eine kleine Anmerkung. Auf Zoom können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch auch Fragen stellen in allen drei Sprachen, auf Arabisch, Englisch und Deutsch. Wir werden dann versuchen, auch diese Fragen weiterzuleiten an unsere verehrten Gäste. Ich möchte jetzt gern Ola Al-Jundi noch eine Frage stellen zum Libanon. Du arbeitest ja jetzt, Ola, bei der Unterstützung von Kindern in einem Flüchtlingscamp im Libanon. Warum hast du dich entschieden, dass du deine ganze Zeit und Energie und dein ganzes Geld in diese Schule und einen Raum für diese Kinder stellst? Das könnten Sie natürlich auch im Dossier nachlesen, aber ich würde das gerne direkt nochmal von dir hören, Ola. Wie hast du diese Idee gehabt und wie hast du dich entschieden, all diesen Aufwand für die Kinder jetzt zu betreiben? 2013, als ich ganz noch frisch im Libanon war, habe ich gearbeitet wie alle, die da angekommen waren, so. Also als Freiwillige in einem Relief-Team, also um da Lebensmittelversorgung sicherzustellen und Kleidung für die Flüchtlinge in den Camps. Ich hatte auch meine beiden Kinder dabei, die überhaupt nicht beschult waren, weil das 2013 überhaupt noch nicht organisiert war in Libanon. Also in der Zeit, wo wir dann als Freiwillige diese Hilfsleistung ausgeliefert haben, haben wir dann auch gesehen, dass die Kinder eigentlich alle nicht in der Schule waren, dass sie immer mehr, weniger alphabetisiert waren. Also früher in Syrien war das ganz üblich, dass mit 8 Jahren die Kinder lesen und schreiben konnten und die dann einige Jahre später das auch völlig wieder verlernt hatten. Und meine Kinder haben wirklich diese Geschichte besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sie ja auch nicht lernen konnten, obwohl ich selber ja Lehrerin bin. Und dann, da hatte ich wirklich das Gefühl, und das hat mich dann so angetrieben, dass das, was uns in Syrien passiert, also dass das so ein bisschen eine Art Unwissenheit, dass wir nicht wussten, welche Mechanismen wir anwenden mussten, um eine Änderung zu erzeugen. Dinge, die wir in der Revolution nicht tun konnten, und zwar, dass wir es nicht geschafft haben, also die Bildung und die Schulen sicherzustellen. Also in Syrien war das eigentlich vor der Revolution so, dass wir das sehr alte Lehrmaterial haben und dass die Bildung sehr schlecht war. Und wir haben dann gedacht, okay, das ist jetzt eine Chance, für Dinge den Kindern beizubringen, die wir bisher denen nicht beibringen konnten. Also erstens war das so, dass es eben Bildungsangebote gar nicht gab. Und zweitens war das die Chance, da neue Ideen über eine freie Bildung zu verbreiten. Vielen Dank, Ola. Vielleicht sprechen wir dann noch weiter auch über dein tägliches Leben mit den Kindern, mit den Schülern und Schülerinnen. Jetzt möchte ich mit Rami Khoeli in Tunis sprechen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Rami. Also diese Politik der Balance und der Festlegung von Prioritäten in Tunesien, die da immer genannt wird. Also das heißt also seit 2013, dass man also eine Balance schaffen will zwischen verschiedenen politischen Seiten. Das ist insbesondere von den Konservativen in Tunesien gebracht. Also wie ist das in der tunesischen Gesellschaft jetzt? Was sind die
politischen Strukturen jetzt innerhalb des Tunesiens. Es ist so, Mohammed. Ja, die Revolution kam ja, dass man also Freiheit wollte, dass die Würde wollte. Das waren die Slogans, die damals erhoben wurden. Und leider war es ja dann so, dass wir dann festgestellt haben, dass mit den politischen Veränderungen in der Welt gab es auch so eine Art Gegenbewegen oder auch dann Auseinandersetzungen um dieses Thema. Es gab dann islamistische Kräfte, die die Macht dann erhalten haben. Und die haben auch versucht, den ganzen Charakter der tunesischen Gesellschaft zu verändern. Und wir unsererseits haben versucht, gerade diese Errungenschaften, was die Menschenrechte angeht, zu stärken und zu verteidigen. Und gleichzeitig war es so, dass die tunesische Revolution auch eine historische Chance war, dass alle in der Gesellschaft, dass also auch die persönlichen, die rechtlichen Forderungen für alle durchgesetzt werden, dass eine bestimmte Ebene geschaffen wurde, um darüber zu sprechen, über diese Rechte. Vielen Dank, Rami. Ich habe noch eine Frage. Ich wollte das vielleicht, die kommt dann vielleicht auch später noch in der Diskussion, aber und dazu würde ich ganz gerne eure Meinung hören, die ihr ja in diesen verschiedenen Ländern erlebt. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Frage. Hier in Deutschland und im Westen möchten wir gerne Tunesien sehen, Marokko, Ägypten, Jordanien, Syrien und so weiter. Das sehen wir gerne als eine Region an, also die ziemlich harmonisch ist und einheitlich. Und wir würden ganz gerne, wir hatten auch darum gebeten, dass ihr vielleicht auch aus drei verschiedenen Ländern kommt. Also wie seht ihr diese westliche Sicht auf euch? Denn zum Beispiel die Situation, in der Mona ist ja ganz anders als zum Beispiel die Situation in Syrien oder auch in Tunesien. Also wir sind unter uns, also jeder kann reden, gar kein Problem. Ich als Erste? Ja, bitte. Es ist schon ein bisschen seltsam und natürlich ist es auch, wenn man jetzt die ganze Region einheitlich betrachtet und einheitlich damit umgeht. Natürlich sind wir unterschiedlich in unserer Sicht, in unserer Vergangenheit, aber auch, es ist so, dass natürlich auch eine bestimmte Verbindung unter diesen Ländern ist. Die Revolution in Tunesien hatte natürlich großen, sehr großen Einfluss auf die Situation in Ägypten hier. Und nach dem 25. Januar haben wir natürlich auch das aber trotzdem anders gemacht als, oder ist es anders gelaufen als in Tunesien. Dann kam Syrien, Bahrain und so weiter. Es gab etwas, das vielleicht so grundsätzlich eine gewisse Ähnlichkeit gezeigt hat, also dass wir gemeinsame Ziele hatten und aber in jedem Land, wo eine Revolution stattgefunden, davon haben die anderen Länder auch wieder gelernt. Und wir als Ägypter, wir waren vielleicht auch so eine Art Erfahrungsquelle für andere. Dann ging das weiter, was wir gesehen haben im Sudan, in Jemen und so weiter. Da ist es so, dass man unsere Probleme gesehen hat. Und es ist so, dass natürlich die Region unterschiedlich ist und auch in Amerika hat man eine andere Verbindung dazu. Es gibt natürlich Grenzen, es gibt diese geografischen Aufteilung und auf der anderen Seite sind die Völker natürlich auch miteinander verbunden, tauschen sich aus und fühlen auch das oder haben das Gefühl, man unterstützt den anderen auch, möchte den anderen unterstützen. Vielen Dank, Mona. Gibt es noch einen Kommentar von Rami und Ola zu diesem Thema?
Vielleicht nur Folgendes. Also Mona hat schon recht, vielleicht ist es auch so, dass wir geografisch natürlich eine Region, auch historisch, die ganze gesellschaftliche Strukturen ähnlich sind. Aber kommt dazu, dass vielleicht auch die zeitliche Ähnlichkeit dann zwischen den verschiedenen revolutionären Bewegungen eine Rolle spielt. Das heißt, also da kam man vielleicht auch, man hatte die Bewegung in Algerien und andere Bewegungen, was zum Beispiel in Libanon geschehen ist und so, und anderen Teilen der Region, alles etwa zur gleichen Zeit. Bei Tunesien ist es so, das hat man ja immer gesehen als ein erfolgreiches Beispiel. Und ich denke, vielleicht auch ein bisschen hilfreich für andere Bewegungen in anderen Ländern. Und die Diktatur abschütteln wollen, und wo dann aber das zum Beispiel in einen Bürgerkrieg übergegangen ist. Ich möchte nicht sagen, dass das tunesische Volk besser ist als andere, aber vielleicht waren die Bedingungen doch ein bisschen anders. Die historischen Bedingungen im Lande anders, auch die strategische Bedeutung vielleicht auch des Landes war anders für andere. Das heißt, das Regime an sich hatte wahrscheinlich auch keine Zeit dazu, sich überhaupt zu sammeln und irgendwie mit der Revolution in seinem Sinne umzugehen und damit die Revolution eben dann auch abzuwürgen. Vielen Dank, Rami. Ola? Ich wollte nur ganz kurz etwas sagen. Es gibt ja sehr viele gemeinsame Dinge, was auch Mona ja schon gesagt hat. Die Frage ist ja, wie gingen die Revolutionen los in Tunesien, in Ägypten? Es gab eine große Begeisterung natürlich bei den Leuten. Und das hat sich auch auf die anderen Länder, speziell auch Syrien, ausgewirkt, wo die Menschen auch angefangen haben zu reden, wo sie aktiv geworden sind. Und die Unterschiedlichkeiten zwischen den Revolutionen in den Ländern sind vielleicht in erster Linie die Zeit, wann es angefangen hat, die demokratische Situation oder die zivile Gesellschaft in diesen beiden Ländern hat natürlich auch verschiedene Wege eröffnet. Also wir haben diese demokratische Bewegung in Tunesien, die wieder anders ist als in Ägypten. Dann gab es den Aufstand in Syrien und das alles hat natürlich sich ausgewirkt. Und dann auch diese kollektive Tätigkeit, die Organisation der Menschen war vielleicht unterschiedlich. Und wir sehen auch, dass die Stärke der Gewalt, die eingesetzt worden ist, am Anfang war es ganz unterschiedlich. Und ich erinnere mich, dass wir in Syrien, wir hatten den Traum, und den gibt es ja immer noch, dass wir zusammenkommen, ganz friedlich, dass wir unsere Ideen zum Ausdruck bringen und dass wir uns unsere Kritik am Regime zum Ausdruck bringen können. Das war so eine Art Traum, den wir hatten am Anfang. Und es gab eine wesentliche, ganz wichtige Sache, was die Revolution angeht, dass eben die Organisation nicht am Anfang nicht so da war. Und dann gab es natürlich internationale Einmischung und auch regionale Einmischung regionaler Kräfte. Und dass diese verschiedenen Faktoren haben natürlich ihre Auswirkungen auf den weiteren Weg. Nach 10 Jahren stellen wir das eben fest. Vielen Dank, Ola. Ich nehme an, bei dieser Analyse 2011, das war natürlich ein historischer Moment auch. Und das kann man sicher sagen. Und gleichzeitig wollte ich vielleicht auch von heute aus sprechen. Das heißt, wie ist die Situation heute? Und zu Mona Sef zurückgehen.
Vielleicht können wir ein bisschen was mehr erfahren über dein tägliches Leben und insbesondere, dass deine Familie auch immer wieder Familienangehörige im Gefängnis sind. Und wir selbst waren ja nicht in dieser Situation. Wo nehmt ihr die Kraft her, Tag für Tag, um euch diesem Regime entgegenzustellen? Erstens ist natürlich so. Also, was ich sagen wollte, wir sind auch keine Engel, aber es ist eine persönliche Position. Und ich persönlich hatte einen bestimmten Moment, wo ich gesagt habe, also das ist der Kampf um das Überleben, dass wir überhaupt bestehen bleiben, dass wir eine Zukunft haben. Wenn ich eine Zukunft haben will, muss ich dafür kämpfen. Und die Dinge haben sich natürlich auch geändert in den vergangenen 2 Jahren, insbesondere nachdem eben Sisi an die Macht gekommen war. Das war am Anfang schon mit viel Gewalt verbunden, aber es ist so, es ist in letzter Zeit natürlich ist ja viele Leute in Haft sind, alle möglichen Leute in Haft sind. Und so hat sich das Leben auch verändert. Und es ist, wenn man ständig dann verfolgen muss, wie man immer wieder ins Gefängnis kommt, wie andere ins Gefängnis kommen, das hat seine Auswirkungen. Und wir hatten damals, 2011, den Wunsch, dass wir ein normales Leben führen können, dass wir alle diese Probleme hinter uns lassen können. Und jetzt sehen wir, dass die Situation noch viel schlimmer ist, dass es noch mehr Gewalt gibt und Unterdrückung, wie meine Schwester zum Beispiel einfach verhaftet wurde. Und das heißt, also die Situation ist schlimmer geworden unter Sisi in den letzten 6 Monaten insbesondere. Und ich habe natürlich auch, ich arbeite im Bereich Krebsforschung und seit über einem Jahr kann ich dort nicht mehr arbeiten, seit meiner letzten Verhaftung. Und das prägt natürlich auch mein Leben. Und ich gegenwärtig habe insbesondere das Gefühl, ich muss mich um meine verhaftete Schwester kümmern. Und dass man also wirklich die Stimme erhebt, dass man diese Geschichte auch weitererzählt. Und somit ist es auch so, dass, glaube ich, dass wenn man Schwester, Bruder, Kind oder so, wenn diese eben in Haft sind, dann gibt es einem auch selbst Kraft. Das sind ja, ob das nun Freunde sind oder Familienangehörige, Bekannte, Jugendliche, Kinder und so weiter. Das ist ja verbunden mit dem eigenen Leben. Man selbst fühlt sich wie im Gefängnis. Und wir versuchen natürlich, oder wir möchten natürlich auch irgendwie dort rauszukommen. Also wir müssen sehen, dass sie eben rauskommen, wie immer wieder. Die Verhaftung von Allah und die Verhaftung von Sana'a ohne irgendwelche Begründung, ohne Gründe. Und das zweite, dritte Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist. Also wie ist es möglich, denn wirklich irgendwelche Informationen zu bekommen. Wie kann man mit diesem Regime überhaupt im Gespräch sein? Also gibt es irgendeine tägliche Strategie? Wie macht ihr das? Als erstes ist es so, natürlich geht es immer um die konkrete Situation. Es ist so, dass wir als erstes sehen, das Regime von Sisi unterdrückt jegliche Opposition und das heißt, und nicht nur das, sondern überhaupt jegliches Denken unter den Menschen. Alles das, was eben damals 2011 ja schon sich entwickelt hatte. Und dann kommt dazu, dass wir auf uns selbst stützen müssen. Das gegenwärtige Regime versucht, will alles kontrollieren im Lande, in Ägypten. Und
jegliche Art von Gefahr oder Risiken ausschließen will für sich. Das heißt also, jeder, der Sie vielleicht so eine Art als Gefahr ansehen, dann wird er sofort verfolgt. Und auch wenn wir Corona jetzt damit zu tun haben, wenn wir darüber sprechen, wie die Situation in den Krankenhäusern ist und so weiter, oder wenn wir auf Facebook einen Satz darüber schreiben oder über TikTok und so weiter, die TikTok-Mädchen und so weiter. Also das, in diesem Moment ist es so, dass jeder Bürger, der irgendwie seine Freiheit bewahren will, zu den einfachsten Dingen in Ägypten, dessen Aktivitäten werden unterdrückt. Also in jedem Moment kann man dann auch verhaftet werden. Und was ich mache, ist, das ist meine Beteiligung an der Revolution, und ich konzentriere mich, ich bin interessiert an dem, was auf das, was ich mache, die Plattform, die wir haben. Und ich spreche über die Situation in Gefängnissen, über das, was dazu an Informationen kommt, und versuche eben diese Geschichten zu verbreiten und versuche auch, das darzustellen, was wir erleben, auch wobei natürlich gerade diese sozialen Medien immer wieder geblockt werden, ganz offiziell. Und suche also dann eben entsprechend meinen Möglichkeiten, diese Geschichten, diese Berichte zu verbreiten und über diese Unterdrückung, über diese Ungerechtigkeit eben. Vielen Dank, Mona, viele liebe Zuschauer und Zuschauer. Ihr könnt euch gerne auch einschalten, Q&A, F&A, entsprechend der Sprache des Programms. Das seht ihr. Wir haben da schon einige Fragen bekommen, die werde ich später dann mal vortragen. Davor möchte ich aber Ola Jundi noch fragen. Ola, kein Verzweifel, die Situation in Syrien ist äußerst schwierig, äußerst ernst. Nach so vielen Jahren des Krieges hat dieses Assad-Regime sich als inhuman bewiesen. Und du lebst ja sehr dicht an Syrien. Wie siehst du das 10 Jahre nach Beginn der Revolution? Und was spürst du persönlich auch dabei? Die Nachrichten liest. Das Ende der Frage habe ich leider nicht gehört. Kein Problem. Die Frage war also, wenn du jetzt Nachrichten aus Syrien schaust oder liest, und das sind wirklich beunruhigende Nachrichten, immer wieder, jeden Tag, wie fühlst du dich da, wenn du das über dein Land liest? Du bist ja im Libanon jetzt. Du könntest ja einfach ins Auto steigen und dann ein paar Stunden fahren und dann wärst du sofort in Syrien. Also wie fühlst du dich, wenn du die Lage in Syrien jetzt beobachtest unter dem Assad-Regime weiterhin? Im Übrigen liegen zwischen mir und Damaskus weniger als eine Stunde Fahrt. Zuerst war ich ja sehr nah an der Grenze. Da waren nur 20 Minuten Fahrzeit nach Damaskus. Also ich hatte so das Gefühl, okay, da ist eine halbe Stunde zwischen mir und meiner Heimat und da ist ein Diktator und ich kann überhaupt nicht nach Syrien rein, überhaupt nicht, gar nicht, weil ich immer noch vom Regime gesucht werde. Ich denke, das meiste, was mir durch den Kopf geht, wenn ich die Nachrichten höre, wenn ich über die schlechte Lage in Syrien höre, dann habe ich das Gefühl, okay, ich muss in der Nähe bleiben, ich kann nicht weggehen, denn ich weiß nicht, also ob ich für die Leute in Syrien was tun kann, aber vielleicht nicht, aber nichtsdestotrotz kann ich das Gefühl haben, dass ich so mehr mitbekomme, dass ich in jedem Moment einfach nah sein kann und theoretisch zurückkommen könnte und irgendwie im Untergrund zumindest aktiv sein könnte, wenn das sein sollte. Für mich ist das auch so, wie Mona gesagt hat, so ein bisschen, ich kann keinen Tag normales Leben leben. Also das ist für mich was ganz Konstantes. Ich kann nicht zu meinem normalen Leben einfach zurückgehen, meinen normalen Interessen, meine normale Arbeit, die ich vor diesen 10 Jahren ausgeübt habe. Solange es meinem Land nicht gut geht,
müssen wir immer Dinge tun, die ich versuche zu tun. Also wenn ich etwas tue, was eigentlich meine Kräfte übersteigt, dann fühle ich mich gut damit, weil ich das Gefühl habe, okay, ich tue hier was für die Leute. Ich denke, in Libanon fühle ich mich überhaupt nicht weit weg, sondern ich arbeite insbesondere auch mit den Leuten aus meinem Land, mit meinen Landsleuten. Ich tue was für die Leute und für meine Landsleute. Und wo ich in der Lage, wo ich hier bin, ich kann also auch von den Leuten, bekomme ich aber auch was zurück. Also es ist so ein Geben und Nehmen. Die Lage in Syrien ist extrem schlecht. Es geht so weit, dass man jeden Moment darüber nachdenkt, haben die Leute überhaupt Strom oder nicht? Strom haben die normalerweise nur 2 Stunden am Tag. Haben die Wasser oder nicht? Haben die Gas oder nicht? Du kannst niemanden in Syrien einfach fragen, wie geht's denn so? Denn den Leuten geht's einfach total schlecht. Da schämt man sich richtig, denen zu erzählen, okay, ich gehe jetzt mal raus, gehe jetzt mal kurz spazieren, fahre jetzt hier mal mit dem Auto rum, ganz normal. Da schämt man sich schon richtig, den Leuten in Syrien gegenüber sowas zu erzählen. Ich weiß nicht, ob, also die einfachsten Sachen, schäme ich mich, denen zu erzählen. Ja, aber, also ich denke immer so, wir leben hier im Libanon so wie eine verlorene Zeit. Es ist ein bisschen weniger schlimm, ein bisschen sicherer, ein bisschen besser. Also müssen wir etwas tun, etwas lernen. Wir müssen neue Erfahrungen sammeln. Wir müssen neue Dinge ausprobieren, sodass wir diese Zeit nicht gänzlich verloren haben. Sodass wir, wenn dann eines Tages zurückkehren können, dann wirklich was gelernt haben, womit wir dieses Land aufbauen können. Ich habe niemals die Hoffnung aufgegeben, keinen einzigen Tag, dass ich eines Tages nach Syrien zurückkehren werde. Aber ich habe manchmal trotzdem das Gefühl, dass das sehr weit weg ist und das ist also sehr, sehr schwer. Aber ich habe noch nie die Hoffnung verloren. Vielleicht nicht Hoffnung, aber ein Traum, an dem ich festhalte. So würde ich das eher sagen. Kann ich noch was sagen? Kann ich noch was ergänzen? Ja, bitte. Ich wollte nur noch eine ergänzen zu dem sagen, was Ola gerade erwähnt wird. Ich will natürlich ein normales Leben leben, aber die Idee ist doch, ich denke, das ist unsere gemeinsame Erfahrung. Also das ist unmöglich unter den Regimen, in denen wir jetzt leben. Natürlich will ich absolut ein normales Leben, wo ich meine Arbeit planen kann, meine Karriere, wo ich darüber nachdenken kann, ob ich Kinder haben will und so weiter. Aber das muss ich erstmal alles hinten anstellen, weil es etwas Dringenderes gibt. Also, weil es sozusagen ein wichtiger Moment für das Überleben, für mich und für die Menschen hier gibt, wo wir zu einem Ort kommen wollen, wo es vielleicht ein bisschen besser ist, wo wir dann wirklich eine Zukunft aufbauen und planen können, wo wir leben können. Ich kann mir hier in Ägypten, wo ich hier lebe, nicht vorstellen, also mir geht es hier in Ägypten so und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das den Leuten in Syrien erst gehen muss. Aber ich denke, dass wir alle, unsere Revolution, unser Kampf, wir wollen natürlich, es geht uns natürlich letzten Endes darum, dass wir ein normales Leben leben wollen unter menschlichen Bedingungen, ganz normalen Dingen, wie das im Dossier heißt. Also Sie sind sozusagen eine Aktivistin und du bist eine Aktivistin wider Willen, wenn man das so sagen. Eine Frage an Rami aus Tunesien. Eine hat uns hier geschrieben, Rami. Hat das die Nahda-Bewegung, die das Gesellschaftsmodell entwurzelte. Obwohl die Bürgermeisterin von Tunis eine unverschleierte Frau ist, die kein Kopftuch trägt, die auch der Nahda angehört. Also ist das wirklich das Ziel der Nahda, die Gesellschaft komplett umzukrempeln? Ja, nun, also danke für die Frage. Die Frage wird eigentlich immer gestellt. Nahda ist eine Bewegung, ja, die eine Art islamistische, politisch-islamische Bewegung ist, aber die vielleicht ein bisschen weniger extremer ist als anderswo. Also dass es jetzt eine Bürgermeisterin in Tunis gibt, eine Frau, das war nicht die Entscheidung der Nahda, das war sozusagen, das war sicherlich eine Bewegung der Reformbewegung, dass tatsächlich auch eine Quotenregelung eingeführt werden musste, also dass da Frauen auch aufgestellt wurden ist in den Kommunalwahlen. Und in Tunis speziell waren da sehr viele Frauen dabei. Also das war nicht allein sich die Entscheidung der Nahda-Bewegung selbst.
Aber Sie wissen sehr wohl als islamisch-politische Bewegung, dass Sie Ihr Image in der Gesellschaft, insbesondere vor der internationalen Gemeinschaft, richtig darstellen müssen. Also indem Sie Frauen aufstellen, also wo Sie beispielsweise eine Frau aufgestellt haben, die vielleicht nicht strukturell so richtig in die Bewegung eingebunden ist, aber die in der Lage war, eben sozusagen sich bei diesen Wahlen darzustellen, sodass sie ein anderes Bild von sich propagieren konnten. Insbesondere 2012 und 2013 gab es wirklich einen ernsthaften Versuch, von Seiten der Nahda-Bewegung die Gesellschaft in Tunesien nach zurückzuwerfen, also ein reaktionärer Ansatz, insbesondere auch in den, bei den Wahlen damals, also insbesondere auch dann, als die neue Verfassung geschaffen werden sollte, gab es Versuche, tatsächlich reaktionärere Elemente reinzubringen, als was es jetzt in der ägyptischen Verfassung gibt. Also Hunderttausende sind dann auf die Straßen gezogen. Also mehr als eigentlich während der Revolution, um tatsächlich diesen Entwurf, den der von der Nahda ausgegangen für die neue Verfassung war, dann dagegen zu protestieren. Danke, Rami. Vielleicht eine Frage hier noch, die ich eher Mona stellen würde. Und auch wenn ihr anderen da kommentieren möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun. Da, hier gibt es eine Frage, die ist zu der Rolle der sozialen Medien. Ich weiß, dass Mona Dutzende und Zehntausende von Followern hat. Ich weiß das, naja, der muss da nicht so bescheiden tun. Ich weiß, also bravo, wirklich Zehntausende von Followern oder über 10.000 von Followern. Was ist die Rolle der sozialen Medien, insbesondere auch der Befreiungsbewegung, von, also zur Befreiung von Sana und Abdel Fattah? Also gut, na, also von Anfang an war es so, dass die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke eine große Rolle gespielt haben bei dem, was hier jetzt im Moment in der letzten Zeit passiert ist. Das ist also eigentlich Networking, was wir bei der treiben. Wir können uns da ausdrucken, wir können uns da sehen. Anfangs bei der Revolution haben wir das genutzt oder die Leute haben es genutzt, um uns zu vernetzen intern. Also, dass wir uns verständigen könnten, okay, an dem und dem Tag findet jetzt das und das statt. Wir konnten auch juristische Hilfe suchen und so weiter. Zuerst war ich sehr verwirrt, in welcher Sprache ich jetzt schreiben sollte. Zuerst habe ich gedacht, Arabisch, die ersten 14 Tage. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt sprechen wir doch vielleicht lieber da auf Englisch. Und weil wir dann insbesondere in Konflikt geraten sind Anfang 2011 mit dem militärischen Establishment, haben wir mehr Englisch genutzt, um uns intern zu verständigen und verschiedene Gruppen in Ägypten einzurichten und auch unsere Geschichte nach außen zu tragen. Und so, dass wir auch eben Narratives sozusagen, Erzählungen präsentieren konnten im öffentlichen Raum, die sich entgegenstellen würden den offiziellen Versionen der Medien. Im Moment jetzt unter dem Regime von Sisi ist das der einzige Raum, wo wir aktiv sein können in den sozialen Medien. Wir können vor Ort eigentlich wirklich gar nichts tun, keine Demonstrationen oder irgendwelche anderen Aktionen, die extrem gewaltsam unterdrückt werden. Beispielsweise gab es auch eine Arbeiterbewegung, die begonnen hat, aber das wird sehr strikt gegen vorgegangen. Und also die Leute haben unwahrscheinlich Amt, zum Beispiel, weil meine Mutter hatte einmal einen Antrag gestellt. Da wurden wir massiv unterdrückt und unter Hausarrest gestellt. Also soziale Medien werden teilweise auch stellen sich gegen die offiziellen Medien, die sehr stark als Unterdrückungsinstrument genutzt werden. Also die sozialen Mittel sind eigentlich das Einzige, was uns noch geblieben ist, um unsere Stimme Gehör zu verschaffen und dass wir eine alternative Version des Staates und der Gesellschaft präsentieren können, als das, was der Staat selbst präsentiert, sodass wir eben gehört werden können und dass wir auch uns manifestieren können, dass wir da sind, also auch, dass wir berichten können über Folter und das, was wir durchmachen.
Und auch der Mangel an Sauerstoffbeatmungsgeräten während Corona. Im Moment geht der Staat damit sehr schlecht um und die Bürgerinnen und Bürger wenden sich also dann an die sozialen Medien, um dann alternative Lösungen zu finden, auch für die Corona-Krise. Also ja, das ist ein wichtiges Mittel. Vielleicht noch ein kleiner Kommentar von Rami. Ja, noch ganz, ganz kurz ein Kommentar zu dem, was Mona gesagt hat. Es ist in der Tat so, dass in Tunesien, also wir hatten vielleicht andere, größere Bewegungen, als wir 2011 hatten, aber der große Unterschied war die Rolle der sozialen Medien, die wirklich sehr viel dazu beigetragen haben, dass die Revolution in Tunesien Erfolg hatte. Also weil es eben den offiziellen Medienkanal ein bisschen ersetzt hat oder ergänzt hat. Aber die andere Sache ist noch, dass sozialen Medien, da gibt es auch hat man auch begriffen, dass die wichtig sind. Und teilweise wurden dann versucht, auch da in Tunesien das aufzukaufen von bestimmten Kräften. Und dann gab es auch eine negative Auswirkung auf die öffentliche Meinung. Und auch, dass dann korrupte Politikerinnen und Politiker auch so an die Macht gekommen sind, indem sie soziale Medien für sich eingenommen haben. Danke, Ram. Du hattest gesprochen über das Zusammentreffen von feministischen und Frauengruppen über Facebook während der syrischen Revolution. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was ausführen über die Rolle der sozialen Netzwerke heute, auch um das Bild aus dem Inland in Syrien nach außen zu tragen. Ja, anfangs in der Revolution war Facebook sozusagen ein politisches Instrument für uns, um viele Protestbewegungen zu organisieren und zu koordinieren und auch Diskussionen zwischen uns durchzuführen. Also alle die Gruppen, die sich da gebildet haben, egal wie klein sie auch waren, haben das genutzt. Es gab da viele Diskussionen. Wir haben auch dann die Risiken da erörtert. Also das fand alles auf Facebook zum größten Teil statt. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Wenn ich über die Nutzung von sozialen Medien nachdenke, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich einerseits denken wir, das ist sicherer und da gibt es mehr Freiheit. Aber wenn es die einzigen Plattformen sind, die wir nutzen, oder wenn wir uns das so denken, dass das die einzigen Plattformen sind, um Aktionen und Maßnahmen und Kampagnen zu organisieren, das ist das natürlich auch sehr gefährlich, weil wie das unter der Revolution auch war, ich möchte eine ganz einfache Sache erzählen. Ende 2011 in einer Stadt haben wir versucht zu machen, das war auf Facebook veröffentlicht, und ich habe versucht, die zu unterstützen. Also ich habe das nicht organisiert, aber ich habe versucht, die zu unterstützen, sodass Leute da mehr teilnehmen konnten, sodass Oppositionelle auch in einem begrenzten Raum auf die Straße gehen konnten, in einem bestimmten Zeitraum, ganz kurze Zeit, 15 Minuten, und wo dann ein Schweigemarsch stattfinden würde. Und die Vorbereitung für dieses Ereignis war dann alles auf Facebook veröffentlicht. Wir sind dann 1, 2, 3 Mal rausgegangen. Beim vierten Mal, die wir das organisiert hatten, waren überrascht über die Zahl der Menschen, die da teilnahmen, ohne dass sie das auf Facebook gesehen hatten. Oder dass sie auf Facebook dazu eingeladen worden waren oder dass sie das irgendwo in den sozialen Medien gesehen haben. Und in dem Moment hatte ich dann wirklich das Gefühl, und wir wissen sicherlich alle, die Kraft liegt bei den Leuten, die nicht die Aktivisten sind, die nicht die sozialen Medien wirklich so effizient nutzen wie die Aktivistinnen und Aktivisten. Und das Volk hat eben eine bestimmte Eigendynamik. Also man muss verstehen, sie müssen auch verstehen, was sie davon haben, wenn sie auf die Straße gehen. Und als wir gesehen, dass die sozialen Medien vor allen Dingen für die Aktivisten da sind und dass man da erstmal ein Event kreieren kann, aber die Leute, die auf die Straße gehen, die einfachen Leute, das ist ganz was anderes. Also wenn die sozialen Medien der einzige Raum sind, dann grenze ich sozusagen oder annulliere quasi die ganzen anderen Plattformen, die ich eigentlich nicht nutzen könnte. Und ich halte das für sehr gefährlich, denn letzten Endes liegt die Macht bei den Menschen. Die Menschen gehen ja raus auf die Straße, die nicht, weil du da was diskutiert hast oder weil du da jemanden eingeladen hast.
oder weil es da irgendwie eine Lobbykampagne gegeben hat oder irgend sowas oder eine Advocacy oder irgendwas, sondern wir müssen irgendwann mal verstehen, und gucken, warum sind die Leute in dieser großen Zahl auf die Straße gegangen? Was hat sie dazu veranlasst? Aber die Nutzung von sozialen Medien auf diese Art und Weise als einzige Plattform halte ich für sehr gefährlich. Und das macht uns auch sehr viel weniger effizient. Da war eine Frage am Anfang an Mune. Warum sind da immer bestimmte Menschen, die ins Gefängnis kommen, obwohl wie viele Menschen sich engagieren und protestieren? Ich denke, unsere Regime sind sehr stark darin, zu erfahren, wer die wirklich Aktiven sind und wer die Straße in Bewegung versetzt. Und die können sie dann zusammengruppieren. Nicht, wer da diskutiert oder wer da schreibt oder wer da Forschung oder irgendwas veröffentlicht. Sie nehmen die zum Ziel, um wirklich die Effizienz aller zu senken. Nicht nur, weil sie diese speziellen Leute ins Gefängnis bringen wollen, sondern die haben ja einen Einfluss auf das, was auf der Straße vor Ort passiert. Also ich würde gern deutlich sagen, ich finde, die sozialen Medien sollten nicht das einzige Medium sein, was wir nutzen, sondern wir sollten auf die Leute auf der Straße gucken. Also vielleicht als eine von möglichen. Aber in Ägypten kann es tatsächlich so sein, da kommt dann einfach ein Panzer lang und dann ist man tot. Also vielleicht in anderen Ländern gibt es da vielleicht noch die Möglichkeit, die Leute auf die Straße zu bringen. Ich denke, das ist trotzdem eine wichtige Idee, die du hier eingebracht hast. Aber wir haben jetzt hier noch sehr viele Fragen aus dem Publikum und ich werde jetzt mehr versuchen, davon zu stellen. Ich werde da nochmal nachher drauf zurückkommen. Ich möchte jetzt Diala Brisley einladen aus Frankreich. Das ist die Illustratorin und syrische Künstlerin, die jetzt in Frankreich lebt. Hallo, Diala. Vielen Dank für deine wunderschönen Illustrationen, die sehr künstlerisch in die Geschichten unserer Podiumsgäste hier verdeutlicht haben. Vielleicht sind das traurige Geschichten, aber es sind sehr, sehr schöne Illustrationen. Ja, danke für dieses Kompliment. Ich hatte so den Eindruck, als wir geredet haben, als wir versucht haben, zusammenzuarbeiten, also ich habe den Text geschrieben und du hast versucht, es zu verstehen, insbesondere die Geschichte von Ola Al-Jundi hat dich besonders beeindruckt, an die Geschichte einer syrischen Frau, einer sehr starken syrischen Frau, die immer noch gegen das Regime kämpft und die versucht, etwas für Flüchtlinge zu tun. Vielleicht kannst du ein bisschen was über deine Arbeitsweise, deine künstlerisches Vorgehen und deine Gefühle sagen. Naja, es ist ja so. Es gibt natürlich sehr viele, wir haben viele gemeinsame Geschichten gemacht. Also es gibt viele gemeinsame, wir haben in der Syrien schon damit angefangen und dann bin ich 2 Jahre in Beirut gewesen. Ich habe in den Lagern gearbeitet, in den Flüchtlingslagern und dort habe ich einiges, Kunst gemacht, auch verbunden eben mit den Flüchtlingslagern. Und das ging manchmal auch sehr schnell, manchmal innerhalb von 5 Minuten. Das ist ja auch nur ein kleines Land. Und es ist dann auch so gewesen, dass ich dann fest in Libanon eben diese Diskussionen auch in den Flüchtlingslagern geführt habe, in den Schulen gewesen bin auch. Und diese Schulen, die ja eigentlich nur Zelte gewesen sind und ich gesehen habe, man kann ja nicht viel machen. Jetzt bin ich in Frankreich und ich versuche von Zeit zu Zeit auch immer wieder dann solche Zeichnungen zu machen, auch in großem Maßstab, um das weiterzuführen und versuche das weiterzuführen. Also als du in Syrien warst, da hast du eine Kindergeschichte entwickelt, Zaytun war Zaytuna, Oliven.
und auch zum Beispiel Zeichnungen, Kunst in Libanon gemacht, jetzt genauso in Frankreich. Vielleicht kannst du auch was sagen, so deine Arbeit ist in der Fremde sozusagen. Wie kann man als Künstlerin diese Arbeit machen, obwohl man ja weit weg ist von Syrien? Vielleicht ist es auch so, dass insbesondere wenn man mit wie kann man in Kontakt mit den Kindern zum Beispiel in der Schule von Ola. Es ist ja so, 90% meiner Arbeit ist verbunden mit Syrien oder hat Beziehungen zur arabischen Welt eben und insbesondere eben mit Syrien, insbesondere auch Kinderbücher, das sehe ich auch als politische Arbeit an. Seit langer Zeit, also da, als ich damals in Syrien war, habe ich Kinderbücher gemacht und hatte keine Verbindung eben zur Opposition oder zur Bewegung und habe versucht, eben dieses Leben künstlerisch darzustellen. Und ich bin jetzt ziemlich weit weg, das stimmt. Und also nicht so in direkten Kontakt, aber trotzdem ist es so, dass ich trotzdem das weitermachen will. Es gibt ja auch sehr viele Informationen, die ich bekomme. Und ich habe auch das Gefühl der Verantwortung für diese Arbeit. Und es ist auch so, dass auf politischem Gebiet noch nicht viel erreicht worden ist. Und ich denke, dass gerade die Kinder diese Kunst brauchen. Also wir haben damit angefangen und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir eine Revolution begonnen haben und leider eben jetzt mit der Revolution noch nicht so viel erreicht haben. Und gerade für die Kinder, für die Zukunft Syriens, wenn diese keine Bildung haben, dann ist es schwer für sie. Das Wenigste, was man machen kann, ist, das zu unterstützen. Möchte noch jemand dazu was sagen vielleicht? Wir haben zu einem ähnlichen Thema gesprochen. Vielleicht können wir auch dann noch etwas sagen zu den Revolutionen selbst. Also erstmal vielen Dank, Diala, dass du gesprochen hast über deine Kunst. Und ich denke, wir sehen uns vielleicht immer und immer, immer mal wieder. Und also bonsoir nach Frankreich. Nochmals vielen Dank. Ich habe noch einige Fragen von den Zuschauerinnen und zum Wort arabischer Frühling. Ich habe ja versucht, auch bei dieser Arbeit dieses Wort zu vermeiden. Ich persönlich mag es nämlich nicht sonderlich. Aber ich möchte euch fragen, habt ihr das Gefühl, dass dieser Frühling in Anführungsstrichen, dass jetzt sozusagen zu einem Winter geworden ist? Also ich will dazu, wie gesagt, gar nichts mehr sagen. Also das Wort Frühling ist natürlich ein sehr seltsames Wort, aber dazu noch arabischer Frühling ist noch seltsamer, besonders wenn man in Staaten lebt, wo es andere Gruppen gibt, wie Amaziri, Kurden, Nubier und so weiter, die ja auch Teil der Revolution sind. Also wollt ihr vielleicht dazu etwas sagen? Also zu diesem Wort arabischer Frühling, Rami. Vielleicht ist das Staat, der Stand, wo arabisch gesagt wird, das ist bei uns vielleicht, also dieser arabische Frühling, das wurde sehr viel verwendet, natürlich das Wort in den verschiedenen, in allen unseren Staaten hat man das immer mit Arabisch verbunden. Also selbst das Wort Frühling hat natürlich eine positive Konnotation und das heißt also, ob das nun Frühling ist, aber es hätte natürlich auch Sommer oder Herbst sein können. Also es war ja nun mal im Frühling, aber in Tunesien oder sogar in Tunesien, natürlich auch im Vergleich zu anderen Ländern, was man oftmals als
positives Beispiel sieht im Vergleich zu anderen Ländern. Ist es auch so, dass die Revolution ja nicht nur Frühlingsart war, sondern es gibt bei der Korruption, es gibt große Schwierigkeiten nach 2011. Das heißt also, die Arbeitslosigkeit ist immer noch sehr hoch. Die ganze wirtschaftliche Situation ist schwierig. Und es gibt kein Projekt oder keine Sichtweise, wie man also die sozial-ökonomischen Situationen verbessern oder verändern kann. Und leider ist es so, in alle diese Faktoren zeigen, dass es eine starke Rückerinnerung an das alte Regime gibt und eine Rückbewegung seit einem Jahr. Die Partei des alten Regimes in Tunesien war in der Vergangenheit schwächer, sie ist stärker geworden, besonders auch in den letzten Wahlen. Und die Menschen sind also zum Teil auch von der Revolution dann ermüdet und oftmals wird erzählt, ja, die Revolution hat nur Probleme gebracht und deswegen nochmal zurück zu der Frage, ja, es ist sehr schwer zu vertreten, das ist ein Frühling oder so, aber es ist natürlich auch so, dass was in Tunesien geschieht, ist eben auch ein Beispiel vielleicht. Und es ist auch möglich gewesen, das ohne Bürgerkrieg zu machen und die Diktatur zu beseitigen. Also Mona ist jetzt das am schnellsten am Mikrofon. Erstens ist es so. Also ich denke, ich möchte ganz ernsthaft nehmen. Also der Frühling in Ägypten, das ist eh nicht sonderlich starkes Wort. Ich wollte auch sagen, so wie bei allem, bei allen Revolutionen, kriegen eine bestimmte Bezeichnung eben. Und insbesondere von denen, die das von außen beobachten, also über Facebook und so weiter ist das verbreitet worden. Und das sind also Dinge, die also jetzt der Zuschauer von außen dann sich ausdenkt. Und damals 2011 gab es natürlich eine große Bewegung und alles es war natürlich, gab viele Möglichkeiten, auch wirklich diesen Moment, diese Situation zu verbreiten über Facebook und über andere Medien. Das heißt also, man hat dann diesen Freitagsdemonstrationen und so weiter. Und dann dieses parallele Bezeichnung, mit parallele, diese Verbindung zwischen den verschiedenen Faktoren haben natürlich auch Einfluss auf die Zivilgesellschaft, auf die Gesellschaft insgesamt. Und insgesamt ist es aber so, dass diese Bezeichnung nicht wirklich die Tatsachen vor Ort wirklich beschreibt. Und das zeigt eigentlich nur, wie wichtig Facebook damals gewesen ist und wie wir insbesondere, wir als Jugendliche damit aus der oberen und Mittelklasse, die wir Englisch geschrieben haben, die wir anders waren immer als die normale Bevölkerung, also sozusagen als Symbole der Revolution, das waren Jugendliche und die der Gewalt der Polizei sich entgegengestellt haben und der Sicherheitskräfte. Und es ist auch so, dass man muss daran zweifeln muss, dass man jetzt diesen Namen aufgeben sollte. Also inwieweit kann man diese Bezeichnung benutzen? Das ist natürlich eine Frage. Und es
es gibt die verschiedensten Bezeichnungen. Es gibt zum Beispiel dieses Feiertag der Polizei und ähnliches. Und auch das sind solche Bezeichnungen. Ola, du hast angefangen, nochmal zum Thema Arabischer Frühling. Aber ich hätte noch eine andere Frage an dich. Da kannst du vielleicht kannst du ein bisschen mehr deine Arbeit in der Schule beschreiben. Wie ist das? Ist es eine bestimmte Institution? Wie ist die Unterstützung von außen zum Beispiel? Und also wie ist die Arbeit mit den Schülern? Ich wollte vielleicht noch zu dem Vorhergehenden was sagen, zum Frühling oder arabischen Frühling. Es ist ja so, ob nun Frühling oder Winter, arabischer Frühling, arabischer Winter. Also ich denke, dass jedes Wort hat natürlich eine gewisse Legitimität. Das ist verbunden mit bestimmten Tatsachen, mit bestimmten Wahrheiten. Und wir haben natürlich uns auch eingesetzt und wir setzen uns ein für unsere Rechte, die einfache Bevölkerung setzt sich dafür ein. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr wichtig ist, dass wir auch uns selbst befragen. Also was haben wir erreicht? Was wollen wir lernen? Was wollen wir erreichen? Welche Gründe, Ursachen gibt es? Welche Ergebnisse gibt es? Sowohl bei uns selbst als auch von außen. Und wichtig ist auch, dass wir dieses Narrativ des Volkes sehen, der Menschen sehen. Dann oftmals ist man fragt, warum bist du hier oder warum hast du das so gemacht oder so dargestellt mit der Revolution. Also dieses Narrativ, das sollte man sich genau gucken. Wir hatten eine Unterdrückung und eine Revolution gegen die Unterdrückung. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man darüber auch spricht. Was unsere Arbeit betrifft, wir haben mit der Schule angefangen, in einem Zelt eigentlich, in dem Flüchtlingslager, und sind dann in ein Gebäude gegangen, was ganz in der Nähe ist. Und dann, mein Sohn ist nach Schweden, mein Mann ist nach Schweden gegangen, aber ich bin in Libanon geblieben, weil ich das Gefühl hatte, hier ist mein Platz und die Menschen brauchen mich hier. Und meine Familie ist in Schweden, aber wir arbeiten hier mit den Kindern grundsätzlich. Also jetzt geht es nicht nur um Bildung, sondern wir wollten ihnen auch die Menschen, die Kinder natürlich mit erziehen, auch entsprechend dem libanesischen System. Wir versuchen auch mit kleinen Gruppen von Kindern zu arbeiten und wir können jetzt keine große Institution schaffen, wir können keine großen Berichte oder sowas eben schreiben, sondern wir versuchen eben immer die Qualität immer weiter zu verbessern, die Bildung zu verbessern, eine freie Bildung zu gewährleisten, auch dass die Kinder lernen, ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen und zu entwickeln. Und wir versuchen also die Kinder auch zu ermutigen, sich zu entwickeln. Und dazu kommt, dass wir arbeiten mit der ganzen Familie. Also wir arbeiten nicht mit den Kindern nur, wir machen nicht nur Mathematik und die anderen Fächer, sondern wir versuchen, das gesamte Leben der Kinder mit zu beeinflussen. Also wirklich die Gefühle der Kinder zu entwickeln, die Empathie und auch ihnen zu sagen, man muss seine Rechte verteidigen, umsetzen. Also seit 20 Tagen haben wir einen neuen Lehrer für Mathematik und wir wollen auch, dass er auch lernt, wie führt er Gespräche mit den Eltern. Und wir wollen auch, dass zum Beispiel die Kinder selbst den Lehrer einschätzen, darüber abstimmen über den Lehrer. Und wir haben jetzt drei Lehrer und diese
sind dazu bereit, wir treffen uns, wir versuchen auch dann, Sie versuchen natürlich auch mit mich einzuschätzen und wir in der Vergangenheit war es so, dass wir lange Diskussionen hatten, was ist Demokratie und Ähnliches. Und wir wollten, dass jeder auch selbst seine Entscheidungen trifft und wie auch wie zum Beispiel Abstimmungen stattfinden, wie kann man kandidieren auch und so weiter, also solche Dinge. Das heißt also, unser ganzes Projekt der Bildung ist weiter ausgelegt und wir versuchen also auch eine positive Erziehung durchzuführen und auch die Beziehungen in den Familien zu entwickeln, auch die Beteiligung an der Arbeit zu Hause und die Unterstützung der Kinder, das ist eigentlich das Wichtigste. Es ist so, dass die Unterstützung für diese Arbeit geschieht immer über die libanesische Regierung. Und das ist leider so, dass da wenig kommt, denn in erster Libanon gehört den Libanesen, das ist deren Position und die Syrer fallen dann so hinten runter. Und ich persönlich denke, dass wenn wir das wir haben eine Verbindung zu Schweden und wir, da gibt es Unterstützung und da wird versucht auch zu helfen. Also es gibt ja noch andere Projekte. Gleichzeitig können wir sagen, dass die Revolution ja für die neue Generation ist. Dazu brauchen wir die Kinder. Es gibt Fragen, eine erste Frage an Rahm Khoueli. Was geschieht gegenwärtig in Tunesien? Es gibt Demonstrationen. Rami, vielleicht kannst du uns da einiges erläutern dazu, was da geschieht gegenwärtig in Tunesien. Es ist erst so, es ist ein bisschen schwer, darauf zu antworten, denn die Ereignisse sind schnell, aber nicht so deutlich. Aber ganz einfach kann man sagen, es geht darum, dass insbesondere die Menschen enttäuscht sind nach 10 Jahren, 10 Jahre nach der Revolution. Und die einzige Veränderung, die geschehen ist, ist die Veränderung, dass an der Spitze des Regimes sich etwas geändert hat, dass es und dass also zum Beispiel jemand nur 5 Jahre Präsident sein darf. Und es hat sich aber keine großen Veränderungen, was das Leben angeht, das Lebensniveau angeht, sich nicht so viel verändert. Und insofern ist es auch so, dass da sehr viel Enttäuschung ist. Und die verschiedenen Regierungen, die vielen Regierungen, die aufeinander gefolgt sind, dann innerhalb der letzten 10 Jahre, haben eben auch oftmals genau diese Ziele der Revolution nicht umsetzen können. Und das, die andere ist auch eine sehr Rückgang, Rückschläge hinsichtlich des Revolutionbeweges, dass zum Beispiel auch die Polizei und so weiter, merken wir auch immer wieder, insbesondere in Tunesien. Wir sehen es auch im Bildungswesen, in den grundlegenden Dienstleistungen und dass eben diejenigen, die jetzt auf die Straße gehen, wenn wir uns das verfolgen, das sind oftmals wirklich noch Teenager. Und wir haben auch viele Unterbrechungen in der Bildung. Das heißt also, es gibt nicht mal ein Minimum an Sicherheit hinsichtlich der Regierung, was oder von der Regierung, was die Bildung angeht. Gegenwärtig ist es, wie schon gesagt, kann man, muss man erstmal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Danke, Rami. Wir haben eine Frage.
Frage zur Rolle der europäischen und insbesondere der deutschen Politik. Ich möchte noch was hinzufügen. Wir hier in Deutschland haben ja im September Bundestagswahlen, die geplant sind. Wir haben hier auch die Erwartung, dass vielleicht der Außenministerposten von der Grünen Partei besetzt werden wird. Was ist eure Botschaft an diesen neuen Minister oder diese neue deutsche Ministerin? Was wären eure Forderungen an die deutsche Außenpolitik, um die Revolution in euren Ländern und die Ideen der Revolution in euren Ländern zu unterstützen? Mona, vielleicht zuerst? Ich wollte nur noch sagen, dass wie es wir hier in Ägypten besonders empfinden, was unter Sisi stattfindet, ist, dass wir sehr große Wut auf die westlichen Regierungen haben, entweder in Europa oder in den USA. Also für den unbedingten, die Unterstützung ohne Bedingungen für Sisi, die ihm zugekommen lassen wird. Letztendlich fordert ja niemand, dass die anderen Regierungen uns befreien müssen und unsere Rolle übernehmen sollten. Wir haben unsere Rolle zu spielen, aber sie sollten, das ist das, was wir fordern, sie sollten dem Regime die Unterstützung entziehen. Denn sonst hätte das Regime, wie man so sagt, das ist wie so ein von seinen Federn befreiter Vogel, also den man gerupft hat. Also die können das alles durchsetzen mit denen, kommen auch damit durch, was Sisi mit seinen Organisationen macht, wie die Leute ins Gefängnis gesteckt werden. Also dass Aktivisten Jahre und Jahre im Gefängnis sitzen, die kommen immer damit durch. Und dann immer auch mit der Vorstellung, dass das mit dem Terrorismus zu tun hat. Also das fällt unter immer diesen Titel. Also seit 2 Jahren wird das immer unter dem Obertitel des Terrorismus gehandelt. Die Leute kommen auf Terrorismusverdacht ins Gefängnis und werden da angeklagt. Und ein großer Teil davon, dass sie damit durchkommen und dass sie das einfach so machen können, ist aufgrund der Unterstützung des Westens. Was kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür geben? Also Sisi, kleines Beispiel, hatte einen Besuch in Frankreich. Wir hatten gleichzeitig bei uns eine Zuspitzung in der wirklich absichtlichen Festnahme von Aktivisten. Also wir hatten gleichzeitig wirklich heftige Demonstrationen, die die Freiheit da gefordert haben. Und gleichzeitig wurde er in allen Ehren in Paris empfangen. In Deutschland beispielsweise, deren Abkommen über den Waffendeal mit Ägypten, also die unterstützen das mit Rüstungsgütern noch und nöcher. Ja, und dann gab es auch eine Nachricht darüber, dass es da einen neuen Deal gegeben haben sollen für die Lieferung von Rüstungsgütern, also mehr als 70 Millionen, nicht Dollar, Entschuldigung, Euro, mal Deutschland. Also Deutschland schließt da Abkommen über Waffenlieferungen mit dem Sisi-Regime. Das ist alles Unterstützung dieses Regimes. Obwohl das Regime so und so und so die Menschenrechte seines eigenen Volkes mit Füßen tritt. Das stört uns natürlich nicht an sich, dass es Abkommen und Deals gibt. Aber wir wollen nicht, dass da solche Abkommen geschlossen werden, die uns dann selber in eine ewige Schuldenfalle stürzen, die wir dann generationenlang noch abzahlen müssen. Also das machen Frankreich, Deutschland und andere Länder. Aber also da sollte man doch besser ein wirklich sinnvolle Abkommen schließen, anstatt solche Deals oder solche ein bisschen komischen Waffenlieferungen. Ich war vor 3 Jahren hier in Berlin und kann mich erinnern, dass Sisi zu Gast bei Merkel war. Und da gab es eine Pressekonferenz, Sisi und Merkel. Und da hat er nur gesagt, ich könnte Ihnen ganz einfach 90 Millionen Flüchtlinge noch zukommen stellen. Das ist natürlich Teil des ganzen Problems. Das Regime, wie andere diktatorische Regime auch, nutzen 2 Dinge. Einerseits die Vorstellung von Terrorismus und die andererseits die Angst der verschiedenen Länder, dass sie eine größere Flüchtlingswelle noch aufnehmen müssen. Also das ist nur ein ganz einfaches Beispiel dafür,
Wir haben eine offizielle Statistik im letzten Jahr. Da hat es geheißen, dass unter Corona-Bedingungen 7.000 Ärzte aus Ägypten ausgewandert sind. Also das ist natürlich eine große Zahl eigentlich. Also das ist auch mal heißt, naja, eigentlich, das ist die humanitäre Verantwortung, sagen die Leute auch, die anderen Länder, wir müssen die Leute aufnehmen. Und die Lage, in der wir uns befinden, wird immer instabil bleiben. Und dann die Leute wählen den einzigen Weg, den sie haben, ihre Lage zu stabilisieren, dass sie nämlich auswandern. Das wird sich nur dann bei uns ändern, wenn das unterstützt wird und wenn auch die Unterstützung für ein Regime wie das von Herrn Sisi beendet wird. Und wir müssten das auch in anderen Ländern sehen, dass das gefordert wird, damit sich bei uns etwas ändern kann. Danke, Mona. Orlan, die gleiche Frage vielleicht ein bisschen. Gibt es eine breite Diskussion in verschiedenen europäischen Ländern, dass jetzt die Diplomatie sich wieder gegenüber dem Assad-Regime öffnen sollte? Das gibt es nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Frankreich, diese Debatte. Was wäre da dein Kommentar zu diesen Debatten? Tja, ehrlich gesagt, was Mona eben gesagt hat, dass sie zunächst auf Arabisch geschrieben hat und dann auf Englisch umgeschwenkt ist, damit die Leute in der Welt auch erfahren, was bei uns vorgeht. Und in Syrien haben wir sehr breit das Gefühl, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen wollen, was bei uns eigentlich los ist, dass es eigentlich völlig egal ist, was wir machen und was wir schreiben. Es interessiert sowieso niemanden mehr. Also die Standpunkte der Länder, die sich irgendwie eingebracht haben in den syrischen Krieg, auch direkt interveniert haben, hat halt in dieser Phase eigentlich dazu geführt, dass wir uns jetzt so in dieser dramatischen Situation befinden eigentlich erst. Also was ich meine ist, dass wir wirklich ernsthaft erstmal wissen müssen, ob wir mit den Regierungen sprechen wollen oder nicht. Ich weiß nicht, die Theorie, die jetzt dahinter verschiedenen Ländern steht. Also im Allgemeinen heißt es ja auch eigentlich so, dass meistens Regierungen aus dem Ausland nicht unbedingt wirklich die Interessen des Volkes unterstützen. Aber wir würden gerne allen, die bereit sind, das zu hören, mal mitteilen, es gibt keinen Frieden auf der Welt, wenn so viel Waffen produziert werden, wenn das Kapital und die großen Firmen, die Privatfirmen und das Privatkapital so dominant sind, die wirklich viel mehr Einfluss haben als jegliche Politik und jegliche Regierung auf der Welt. Warum wird diese große Menge an Waffen produziert? Natürlich sicherlich nicht, um Frieden zu schaffen, sondern damit die Menschen sich gegenseitig umbringen. Also ich habe das Gefühl, dass die grundsätzliche Frage da liegt. Niemand spricht über Frieden, wenn man gleichzeitig diese große Menge Waffen produziert, wo viele Länder und Regierungen daran beteiligt sind. Aber ich würd sagen, dass solange das existiert, niemand wirklich geschützt sein wird vor diesen Katastrophen. Ich will jetzt gar nicht noch weiter eingehen über diese Frage der Flüchtlinge, die Europa aus der Türkei oder aus Ägypten oder sonst woher bedrohen, dass dann die Schleusen geöffnet werden. Das ist nicht das einzige Problem, sondern das Problem ist, dass diese Krisenherd für die Menschen bedeuten, dass die ganze Menschheit diesen Preis bezahlen müssen auf die eine oder andere Art. Die müssen dann die Zeche zahlen. Danke. Rama, wir haben ein ähnliches Thema ja schon angesprochen in unserem Dossier. Ich kann mich erinnern, dass es 2011 Unterstützung der französischen Regierung gab für das Regime von Ben Ali. Und du hattest das ja auch in deinem Text kommentiert. Was meinst du denn? Und du bist auch erfahren in den tunesisch-europäischen oder tunesisch-mediterranen Beziehungen oder europäisch-mediterranen Beziehungen. Was wäre denn jetzt dein Kommentar dazu? Danke, Mohammed. Die verehrten Kolleginnen haben eigentlich quasi schon alles abgedenkt. Also ich habe da, also wir sind sozusagen eine arabische Nation, die sich immer einig ist, richtig? Vielleicht kann ich noch was ergänzen. Vielleicht zu der Koordination, wieso die EU jetzt so die Hände gebunden sind in der Region.
als Auftreten einer neuen regionalen Macht hat sie natürlich eigentlich sehr viel Einfluss auf das tägliche Leben. Da sind jetzt ganz andere Länder involviert, beispielsweise die Emirate, die Türkei, China und so weiter. Viele Länder, die wirklich, die ganze Region ist sozusagen jetzt Interventionsspielplatz für alle Länder, die finanziell dazu in der Lage sind, oder auch Länder aus dem, Kräfte aus dem Ausland, die die finanziellen Ressourcen dafür haben. Das beste Beispiel dafür wäre, als es die Proteste in Tunesien stattfand, war die einzige Reaktion der französischen Regierung seinerzeit, dass das vorgeschlagen wurde, ein Sicher als Unterstützung der, der tunesischen Regierung anzubieten, um die Demonstrationen einzuschränken und unter Kontrolle zu bringen. Und leider ist das für viele europäische Länder so, dass sie immer noch glauben, dass die einzige Lösung für die Region in diktatorischen, militaristischen Regimen liegt. Um den Migrationsfluss zu stoppen und die Lage unter Kontrolle zu behalten. Vielen Dank. Ich wollte noch viele kleine Anekdoten anbringen. Noch eine andere kleine Anekdote. Ich war 2013, 2014 mal im tunesischen Parlament. Da war ein tunesischer Abgeordneter, der mich gefragt hat, ist das wirklich so, wenn ich den Europäern und den Deutschen jetzt verspreche, okay, ich werde jetzt die Migration stoppen, werden die mir dann Geld geben? Habe ich gesagt, na klar. Und da hat er dann auch so geklatscht. Also das war nur so eine kleine Anekdote nebenbei. Wir haben ja noch andere Fragen an Ola und Mona beispielsweise zur Rolle der feministischen Diskurse und Dialoge in den Revolutionen in Ägypten, Syrien. Vielleicht kann Rami auch noch ein bisschen was dazu sagen. Was ist die Rolle des feministischen Diskurses bei dem, was in den letzten 10 Jahren passiert ist? Ola hat ja schon das Mikrofon angemacht. Ich weiß nicht, willst du also anfangen? Aber ich warte noch auf Mona. Ganz ehrlich, anfangs für uns in unserer Gegend, da ist es ein bisschen anders, haben wir versucht, unsere unterschiedliche Identität einzusetzen. Wir haben versucht, unsere Auftreten zu nutzen, dass wir nicht zu einer bestimmten religiösen Gruppierung gehören. Es hat dann immer geheißen, na ja, das ist eine konfessionales, eine Kämpfen zwischen Sekten. Und das hat das Regime auch sehr genutzt. Und diese Diskussion fand zwischen uns statt. Also wir als unsere Minderheitenidentität haben ja ein unterschiedliches Auftreten. Und wir können klar machen, indem wir damit rausgehen, dass in der Revolution auch verschiedene Bestandteile der Bevölkerung unterschiedliche Identitäten, auch Männer und Frauen, vertreten sind. Das haben wir auch versucht, so umzusetzen. Also jetzt, weil ich das, was ich jetzt tue, was ich jetzt arbeite, ein Teil auch der Veränderung ist, auch Teil der Revolution, die jetzt natürlich einen starken Rückschlag erlebt hat und seine sehr schwierige Zeit. Alle Revolutionen und alle Veränderungen in der Welt haben diese Phasen, diese sehr schwierigen Rückschläge durchmachen müssen. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass die feministischen Diskurse und die feministische Blick auf Politik jetzt gerade wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass mir das jetzt gerade Hoffnung und neue Energie und neuen Input gibt, um zu sehen, wie können wir aus der letzten Zeit lernen und aus dieser Erfahrung. Und das sehe ich jetzt gerade unter uns, dass das passiert. Das ist sehr sinnvoll, um eine neue Identität für die Veränderungen. Also wir werden nicht unsere Identitäten nutzen, sondern darauf aufbauen, um das mal so zu sagen. Mona. Tja. Also wie viele andere,
2011 hat sehr viele Möglichkeiten eröffnet, dass wir viele Dinge, die wir lange diskutiert hatten, jetzt ganz anders angehen konnten. Wenn das jemand mitverfolgt hat, wird man wissen, was das für uns als Frauen etwas sehr frustrierend war, anfangs 2011, dass die Rolle der Frauen da sehr stark zurückgedrängt wurde, auch von der Protestbewegung selber. Die wurden marginalisiert. Also beispielsweise auch die Übergriffe, die Frauen ausgesetzt waren während der Auseinandersetzung auf den Straßen, die wurden immer wieder beiseite geschoben und es hat geheißen, ja, das ist jetzt nicht unsere Priorität. Und das hat sehr, sehr lange so angedauert, obwohl der Staat gleichzeitig das genutzt hat, dass es auch ein sehr starkes feministisches Moment gab, beispielsweise, dass es auch die Belästigungen genutzt worden, dass es auch in großen Zusammenkünften öfter passiert ist, dass also die jungen Männer eingesetzt wurden und dass dann auf der anderen Seite auch sich junge Männer zusammengetan haben, um die Frauen, die vor Ort waren, auch zu schützen. Aber für mich war das auch die Revolution vom 25. Januar, obwohl wir eigentlich eine Niederlage am Ende erlitten haben, eine sehr, sehr schwierige, sehr, sehr bedrückende Situation. Das ist seit 3 Jahren so, dass die Frauen in Ägypten beschlossen, dass die Marginalisierung ihrer Stimme und ihrer Anliegen, die genderbasierte Gewalt und so weiter und so fort, und Transgender, Homosexualität und so weiter, dass sie das ganz, diese unterschiedlichen Genderfragen, dass sie da nicht mehr von lassen. Also das ist wirklich seit einigen Jahren wirklich das vorherrschende Thema, was wir auch untereinander diskutieren und uns, worüber wir uns austauschen als Zivilgesellschaft, nicht unbedingt mit dem Staat, aber untereinander, also über die Frage der Frauen und des Feminismus, wo der Staat das herablassen behandelt und Frauen besonders zur Zielscheibe macht. Wir haben jetzt seit etwa einem Jahr eine Kampagne speziell des obersten Staatsanwaltes gegen Frauen unter dem Vorwand, dass jetzt die Werte der Familie hochgehalten werden. Wir haben beispielsweise Zeugnisse auch über TikTok, wo große Geschäftsleute in schweren Fällen involviert sind, dass sie angeklagt sind. Wir haben wirklich so einen reaktionären Backlash, wo wir auch die staatlichen Medien und den obersten Staatsanwalt hat, dass die dagegen vorgehen zu versuchen. Sie versuchen daran festzuhalten, dass sie wirklich die Werte der Familie hochhalten, so propagieren sie es immer. Und dass jegliches, was abweicht von ihren Vorstellungen, völlig dann nicht zunichte machen. Deren Frauen sind Tag und Nacht auf den Medien zu sehen. Das sind Frauen, die sich auf TikTok auch präsentieren, die allen so da als gute Hausfrauen und gute Mütter auftreten. Und diese Ausrichtung des Staates wird sehr stark jetzt vorangetrieben. Aber gleichzeitig gibt es auch etwas höchst Erstaunliches von jüngeren Frauen, die also jünger sind als ich noch, die wirklich noch sehr jung, die das überhaupt nicht mehr akzeptieren. Die sagen, das geht nicht. Wir können jetzt nicht sagen, das ist keine Priorität mehr. Wir wollen sprechen, wir wollen gehört werden. Also jegliche Gruppierung, die behauptet, dass sie Veränderung voranbringen, die progressiv ist, kann jetzt nicht mehr daherkommen und sagen, das einfach sagen, und dass das keine Priorität ist, dann wird diese Gruppe keine Erfolg haben. Es wird vielleicht einiges noch passieren, aber ich denke, wir haben einen sehr unterschiedlichen Diskurs, der jetzt hier geführt wird. Also da passiert im Moment einiges.
Gleichzeitig, Mona, du hast auch schon auf eine andere Frage geantwortet über die Rolle der konservativen Kräfte in Ägypten. Ich weiß, Rami, du arbeitest ja auch an Theorien, feministische Theorien und die Rechte von Gender-Minderheiten. Wie ist die Situation in Tunesien? Vielleicht ist die Situation ähnlich wie dort. Der einzige Unterschied ist vielleicht, von Anfang an waren die Frauen in großer Zahl vertreten in der Bewegung, bis zu einem dem Grade, dass eben sozusagen genauso wie die Männer, kann man sagen, trotz aller Probleme. Also vielleicht nicht ganz so wie die Männer, aber die Präsenz der Frauen in dieser Bewegung seit 2011 war sehr groß. Und es gibt ja Frauenbewegungen in Tunesien, die sind strukturiert, die haben auch die Fähigkeiten dazu, sich zu organisieren und sich zu vernetzen, auch mit anderen Organisationen, mit großen Organisationen. Die größte Unterschied in Tunesien ist eben zu anderen, dass die LGBTQ-Community vertreten ist. Und es ist ganz sicher so, viele Personen, die an dieser Community interessiert sind, spielen eine Rolle auch in der Revolution. Aber seit 2015 etwa hat man das auch sozusagen unter Kontrolle genommen. Und was wir heute feststellen, dass es eine sehr starke Präsenz gibt von Organisationen, die zu den Fragen zu LGBTQ arbeiten und die also die ganz, wobei auf der anderen Seite oftmals gesagt wird, das sind sekundäre Dinge, das sind nicht so wichtige Fragen und dass also die Priorität gelegt wird auf die wirtschaftliche Entwicklung, alles das ist sehr wichtig, aber ich denke, alles ist wichtig, alles muss man sehen und auch gerade die Rechte von Minderheiten, auch von Gender-Minderheiten sind wichtig und das ist, wir haben eine Bewegung dazu und das steht in der gesamten Gesellschaft, bei den Gewerkschaften und so weiter. Es gibt da sehr viele Aktivitäten. Es gibt natürlich auch Kritik an der Situation. Vielen Dank, Rami. Wir haben noch 18 Minuten und ich wollte fragen an Mona. Leider ist es, also du bist ja auch Expertin für Ägypten, das Recht in und die Justiz in Ägypten. Die Justiz in Ägypten ist sehr beteiligt an dem Druck, der auf die Aktivisten ausgeübt wird. Wie geschieht das? Ich bin eine Expertin, naja, doch irgendwie schon. Es ist so, wir wissen natürlich, wie diese Institutionen natürlich an diesem Regime hängen, wie sie Teil des Regimes sind. Und es ist auch so, dass wir sehen in der jetzigen Zeit, dass man sich das schwer vorstellen kann, wie diese Situation ist. Meine Schwester zum Beispiel, sie wurde entführt von den Sicherheitskräften und wir haben versucht, dann Eingaben zu machen. Das hat nichts gebracht. Und wir haben uns auch die Situation vorgestellt. Wir dachten, haben uns vorgestellt, sie ist entführt worden und wir haben dann versucht herauszufinden, wo sie ist und wir haben dann auch versucht, Eingaben zu machen und gegenwärtig ist es so,
dass es gar keine Institution gibt in diesem Staat, an die man sich ja wirklich wenden kann. Und es geht nicht nur jetzt um die politischen Aktivisten, sondern es ist schwer, dass irgendwelche Beschwerden irgendwo einzureichen. Und die Institutionen bei uns, insbesondere auch die Institutionen der Justiz, diese dienen den Mächtigen im Lande. Und so haben wir also eine Situation, dass die Leute festgenommen werden und die Gesetze gar nicht beachtet werden, sondern gegenwärtig ist so, wir haben eben in der Gegenwart die Situation, dass die Sicherheitskräfte völlig willkürlich entscheiden. Es gibt dann diese Anklageschriften ohne irgendwelche Details, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen. Man ist einfach angeklagt und es gibt keine Grundlage dafür. Und das heißt, man kann auch gar nicht sich informieren über die Situation, über das, was eigentlich vorgeworfen wird. Und die Sicherheitskräfte haben also die volle Kontrolle. Und immer wird auch natürlich dieses Argument Terrorismus gebracht. Das ist sozusagen dieser Generalverdacht. Und wenn wir das Gesetz sehen, also wir haben, da werden die Leute dann eben 2 Jahre ins Gefängnis geschickt, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt. Also bei es gibt auch so, dass andere natürlich auch gegen das Gesetz verstoßen und überhaupt nichts passiert. Und wir haben jetzt einen neuen Begriff, das ist das Recycling. Das heißt also, dass man zum Beispiel für eine bestimmte Sache dann angeklagt wird, dass man bestimmte Zeit ins Gefängnis kommt, dass man wieder freikommt, dass man wieder neu ins Gefängnis kommt und dass es das ohne Grundlagen gibt und dass es keine Institution gibt, an die man sich wirklich wenden kann. Und das heißt also, es gibt einen breiten Druck. Und es gibt also immer den Druck, man kommt kann jederzeit festgenommen werden. Das heißt also, man muss sich überlegen, wie entgeht man der Verhaftung. Und die Frage ist also nicht, was man tut, um nicht in Haft zu kommen, sondern wie kann man überhaupt der Haft entgehen. Und das ist eben eine sehr schlimme Situation. Und es ist so, dass wir natürlich unter diesem Fehlen von Gerechtigkeit leiden. Und dass es also keinerlei Kontrollinstitutionen gibt hinsichtlich der nationalen Sicherheitskräfte. Ich habe noch eine Frage zu den Minderheiten oder zu den Menschen, die im Ausland leben, also Ägypter oder Tunesier, Syrer, die im Ausland leben, was dort geschieht und wie ist die Verbindung dazu, zu ihren Ländern? In großem Maße. Es ist so, dass die Menschen ja schon früh ins Ausland gegangen sind. Wir haben Menschen im Lande, wir haben Menschen im Ausland. Und 2013 oder so hat man die Beziehungen zu der Revolution auch dann verloren, wenn man ins Ausland geht. Und ich habe das Gefühl, dass diese Menschen im Ausland eine große Rolle spielen, dass es natürlich Geldüberweisungen gibt aus den entsprechenden Ländern. Das hilft den Menschen, insbesondere unter diesen schwierigen wirtschaftlichen Situationen in Syrien. Und die Menschen haben ja nichts, sie wissen gar nicht, wovon sie leben sollen. Und in der letzten
so zu Beginn des Jahres gab es ja auch zum Beispiel Demonstrationen auch in Sueda, und wo man also gesagt hat, wir sind ein Volk, das System soll gestürzt werden. Und ich war damals nicht dort, ich war in Schweden, aber die Menschen haben sich auch anders dann verhalten. Und man muss überlegen, welche Rolle spielen wir jetzt im Ausland. Und die Möglichkeiten sind natürlich äußerst begrenzt für uns, dass wir irgendwas machen, außer dass wir eben auch die Menschen hier vielleicht auch weiterbilden und dass wir ihnen eine gewisse Sicherheit geben. Und das ist eben eine Rolle, die wir spielen können im Ausland, ohne dass wir natürlich viel für das tägliche Leben dort tun können. Und wir müssen also immer wieder neu überlegen, was man kann man machen. Ja, vielleicht könnt ihr auch noch was kommentieren. Ich habe dann noch eine Frage danach. Ich kann noch was kommentieren, ja, gerne. Also ich glaube, dass die ägyptische Gemeinde im Ausland auch eine große Rolle hat und auch die anderen Unterstützerinnen unterstützen. Also auch, dass sie die Geschichte bewahren können und auch dokumentieren können, was passiert. Wir haben ja natürlich die täglich neue Proteste und die Leute, die waren hier und da im Gefängnis, auch zu Besuch, und wir kommen da einfach nicht nach, das zu dokumentieren. Also ich denke, was wirklich passiert, die Leute, die raus konnten, die wirklich mehr Raum haben, die können uns helfen, die Dinge zu dokumentieren, die passiert sind und was jetzt passiert. Und wir auch in Ägypten, was wir jetzt haben, wir haben wirklich eine komplette Totschweigung in den Medien. Also da können natürlich auch alternative Medienräume geschaffen werden. Und das hilft uns natürlich auch, die Dinge weiter zu verfolgen. Danke, Mona. Rami? Nee, doch nichts. Ich bin natürlich hier der Moderator, aber wir sind drei Marokkaner hier in Ägypten, in Berlin, und wir fragen uns dann immer, naja, was können wir denn tun für Marokko jetzt? Aber da ist noch eine Frage, die von mehreren Leuten aus dem Publikum gestellt wurde. Die lautet folgendermaßen: Werden wir neue Revolutionen oder eine neue Revolution in der Region erleben, oder die Revolution von 2011 werden weitergehen? Vielleicht ist das eine schwierige Frage, aber wenn eine von euch da was kommentieren möchte. Rami, vielleicht ganz kurz. Ich denke, dass in Tunesien eigentlich die Revolution vorbei ist. Nein, das glaube ich nicht. Also das ist wirklich ein, wenn man das so sagen würde, oder denn die Revolution woanders vorbei ist, dann ist das eigentlich ein vorschnelles und unfaires, unwahres Urteil. Die Demonstrationen und die Bewegungen in Tunesien gehen jetzt weiter. Also eigentlich jedes Jahr hat es das gegeben, noch große Menschenmassen, die auf die Straßen gehen, alljährlich. Ich würde sagen, dass auch in Tunesien die Revolution noch nicht vorbei ist. Vielleicht ist das jetzt mehr in einen technischen, politischen Rahmen eingebunden worden. Auch die demokratische Transition hat in Tunesien stattgefunden. Aber die Revolution ist nicht vorbei, die ist nicht zu Ende. Die Revolution ist erst dann zu Ende, wenn sie die ersten Ziele, die sie eigentlich umsetzen wollte, erreicht hat. Und wenn die Leute, die zuerst auf die Straße gegangen sind, zuerst die Revolution begonnen haben, wirklich auch feststellen, okay, wir haben das erreicht, wofür wir auf die Straße gegangen sind. Aber das ist noch nicht abgeschlossen. Diese Errungenschaften sind noch nicht erreicht. Also zumindest ist das meine Sicht. Und so lange wird die Revolution auch noch weitergehen. Hola, vielleicht noch etwas zu Syrien. Ich denke, da bin ich mit Rami einig in starkem Maße. Es ist ja so, dass die Revolution ja nicht nur Opposition ist und dass man jetzt
damit zufrieden ist, dass ein Diktator geht oder dass das Regime bleibt, sondern es geht um eine tägliche Veränderung in der gesamten Gesellschaft. Und das bedeutet also, dass es die Bewegung weitergeht und dass es zum Beispiel die Zivilgesellschaft in Syrien auch, dass sie sich entwickelt hat, auch außerhalb Syriens, und dass die Beziehungen zwischen den Menschen, zwischen den Organisationen sich entwickeln innerhalb der Zivilgesellschaft. Und das heißt also ständige Veränderungen, revolutionäre Veränderungen in gewisser Weise. Das heißt also, dass das sich verbreitet jetzt gegenwärtig, dass man auch zum Beispiel Ideen des zur Rechenschaft ziehen von Verantwortlichen, und dass es auch kleine Gesetzesverstöße und so weiter, dass das weiter verfolgt wird. Und keine Veränderungen. Irgendwo kann sofort irgendwelche wunderbare Ergebnisse bringen, sondern das ist ein langer Weg. Und gerade in Syrien ist es so, dass wir gegenwärtig einen Stillstand haben. Es geschieht nichts weiter. Und dieses Problem jetzt, das heißt, also das ist gefährlich, dass wenn es gibt in einige Regionen im Lande, wo eine gewisse wo etwas geschieht, wo es auch eine Art weiterer Bewegung oder revolutionäre Bewegung gibt, was bestimmten Einfluss hat. Zum Beispiel 2015 oder 2016 wurde darüber gesprochen, wir wollen mit dem Regime verhandeln, was in der großen Politik. Und warum wollen wir? Weil wir eine politische Lösung haben wollen. Und das bedeutet, wie weit werden zum Beispiel die Leute verfolgt, die Verbrechen begangen haben, auch in Verbindung, also unter Kontrolle der UN zum Beispiel. Und welche Rolle spielen dann die Aktivisten vor Ort? Und also es gab bestimmte Anfänge mit kleinen Punkten, kleinen Anfängen. Das war sehr wichtig eben. Das war auch eine Veränderung. Das heißt, wir wollten eine politische Lösung, aber ohne, dass diese Gesetzesverstöße oder Verstöße gegen die Rechte sich wiederholen, dass unsere Wünsche, auch unsere Forderungen auch nach einer politischen Lösung berücksichtigt werden. Also es gibt viele Dinge, über die wir nachdenken. Also welche zum Beispiel auch die auswärtigen Kräfte, die gerade eine Rolle spielen, und inwieweit verändert sich da das Denken der Menschen. Bisher war es so gewesen, dass immer auswärtige Kräfte, Okkupationskräfte gewesen sind, ob das Türkei oder Russen oder Iraner und so weiter sind. Und auch das hat natürlich Auswirkungen, und es gibt auch immer unterschiedliche Situationen. Ola, die Revolution geht weiter, eine neue Revolution, ist es, Mona? Also ich entschuldige mich sehr, dass ich hier vielleicht eine sehr ein bisschen gestresst habe mit meinen Antworten, aber ich habe jetzt hier vielleicht das letzte Wort. Also meine Mutter, sie ist ja auch Lehrerin, und sie sieht die Welt auch immer aus dieser Sicht und denkt darüber nach, wie geht es weiter. Ich persönlich, ganz offen gesagt, ich möchte, dass diese Bewegung weitergeht. Ich denke auch, die Revolution geht weiter, und gegenwärtig ist es eine Niederlage, natürlich auch eine große Niederlage, aber die gegenwärtige Situation ist eben so unter diesem Regime, dass wir gegenwärtig nicht mal ein Minimum haben an grundlegenden Freiheiten, an Menschlichkeit in diesem Regime. Und wir leben also unter diesem Regime von Sisi seit 2013, 14, also
herauskommen aus dieser Unterdrückung. Also, dass wir können aber gegenwärtig unter der gegenwärtigen Situation gar nicht sagen, wie wird sich das in der Zukunft entwickeln. Und natürlich, was man sagen kann, es gibt großen Zorn. Und das Maß der Verstöße, der Angriffe durch die Institutionen des Staates ist gegen die Menschen ist schlimm. Die Situation ist sehr schlecht und wir sehen, wir haben ja Demonstrationen auch seit September, wie sich das entwickelt. Ist das wieder Revolution? Das weiß ich nicht. Wird sich das weiterentwickeln? Das weiß ich auch nicht. Also wir wissen nur, dass es unter der gegenwärtigen Situation nicht so weitergehen kann. Und man muss wirklich zu dem Tag kommen, wo es wirklich wieder Veränderungen gibt, tiefgreifende Veränderungen. Und natürlich sind wir auch noch bereit. Wir sind ja da und wollen das. Und man muss auch weiter daran arbeiten eben. Denn es gibt gar keine andere Lösung für uns, als eben wirklich eine tatsächliche Veränderung zu erreichen. Vielen Dank, Mona. Vielen Dank auch an das Publikum. Vielleicht noch ein Wort noch zu dem, was Mona gesagt hat. Also in Syrien haben wir ja auch, als wir die Revolution angefangen haben, 2011, da war die Situation sehr schlecht. Und es gab damals gar keine Möglichkeit, jetzt wirklich zu träumen. Also wenn wir sowas wie Heimat oder Land oder etwas haben, also oder wirklich das Gefühl, Bürger zu sein. Und trotzdem haben wir etwas Seltsames gemacht. Und wir haben gesagt, wir haben die Fähigkeit, etwas zu verändern. 2011 wussten wir aber nicht, wie das weitergeht. Wir hatten keine Vorstellungen, wie das weitergehen soll. Wir dachten nur, ja, vielleicht es ist möglich, dass das weitergeht. Und auch heute haben wir noch diesen Traum und denken, wir haben diese Fähigkeit. Ich denke, das Wichtige ist, wir haben angefangen damit. Und wir haben diesen Traum und an diesem Traum halten wir fest. Genauso ist es. Ich möchte also dem Publikum danken. Also ich habe noch 34 Fragen. Die Zeit ist ganz kurz, aber vielleicht erscheinen die dann auch hier unter dem Link revolutions.de. Ich danke dem Team, besonders Anja und Sandra von Heinrich Böll. Ich danke auch dem Büro für die Organisation bei Heinrich Böll. Ich danke den Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Ich danke dem Technikteam. Ich danke insbesondere Rami Khoueli, Ola Jundi und Mona Seif. Ich danke Diala Brisli. Und es ist ja so, ihr seid die Hoffnung. Es ist vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt, aber auch was ihr gesagt habt, das hat bei mir wirklich die Überzeugung gestärkt, die Revolution geht weiter. Es gibt kein Zurück. Also was passiert ist, ist passiert. Und ich hoffe, dass wir dann auch wiedersehen, dass Ala Abdel Fattah wieder freikommt, Sana freikommt und dass wir uns vielleicht auch persönlich wieder persönlich treffen in Berlin oder anderswo. Nochmals vielen Dank. Grüße an deine Mutter. Ja, vielen Dank auch euch allen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.